Willkommen zu Radio E. Deine Gastgeber heute ist folgende. Hallo, ich heiße Sabine. Hallo, ich heiße Hertha und heute wollen wir gerne ein neues Thema diskutieren. Das Thema heute ist Überwachung. Und jetzt haben wir Julia in dem Studio. Hallo, grüß dich. Und Julia, was willst du gern zu uns erzählen? Mein Problem ist, dass ich einmal zu der Toilette auf meiner Schule war und ich pinkelte mit offener Tür, während ich in meinem Handy über heimliche Dinge gesprochen habe. Und ich sprach sehr laut. Plötzlich sehe ich eine Überwachungskamera, die mich folgt und sie hat mir deutlich gefilmt, also mein ganzes Gespräch und mich ohne Hose. Die Schule droht mir in dem Moment mit mir so hinauswerfen, wegen was ich gesagt habe. Oder auf jeden Fall das Gespräch veröffentlichen, für sie es sich handelt um. Okay, wir sehen, dass es ein großes Problem ist. Und vielleicht will Herze gern starten. Ja, natürlich. Ich denke, dass es zu viel ist, wenn man Überwachung auf öffentlichen Klos hat. Das beleidigt so viele Personen und ich denke, das ist nicht okay. Wenn jemand unbewusst ist, kann man sich das nicht leisten. Es ist komplett idiotisch, dass Leute nicht mehr allein im Klo sein können. Ich möchte nicht diese Blindheit, denn das ist wie die Sachen verhielten sich. Ich bin überhaupt nicht einig. Ich stehe vollständig für Überwachung auf öffentliche Toiletten ein. Alle Menschen dürfen gern andere auf Toiletten sehen. Ich finde es sehr okay. Vielleicht erhält andere Inspiration, wie man eine Situation auf die Toilette hantiert. Okay, ich sehe, dass ihr überhaupt nicht einig sind. Aber was soll ich tun? Soll ich klagen? Und in diesem Fall, zu wem soll ich klagen? Oder fühle ich mich zu schnell beleidigt? Und soll ich es vergessen und denke, dass es nur etwas von unserer sehr überwachten und technologiegefüllten Gesellschaft ist? Es besteht kein Anlass zur Panik. Vergiss es nicht, dass es auch sehr praktisch ist, weil man dann, was passiert, sehen kann. Vielleicht nehmen Drogenabhängige euphorisierende Drogen. Und auch wenn Vandalismus passiert, ist Überwachung auf den Toiletten sehr gut und geeignet. Ich finde es sehr okay mit Überwachungskamera. Aber wer besitzt diese Kameras? Wer sieht, was sie filmen? Und was ist das Deal mit ihr? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe dich total, Julia. Und ich denke, dass du deine Schule kontaktieren musst. Ich denke, es ist sehr dumm, andere Menschen zu überwachen, wenn sie nicht bewusst sind. Und das ergeben leicht unpassende Situationen. Überwachung auf öffentlichen Stellen ist in Ordnung, aber wenn es darauf kommt, dass man Toiletten überwachen muss, dann ist es viel über der Grenze. Man muss auf dem Privatleben und Rechte denken. Okay, vielen Dank für euer Ratschläge. Ich finde es sehr nützlich. Und jetzt habe ich meinen Kopf voll. Gut, und danke für deinen Anruf. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Das war alles für heute. Auf Wiedersehen. Radio E. Ding, ding, ding.